Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Zwergen. Wie ihr sehen könnt, ewig lang ist es her, dass ich gespielt habe. Wir haben heute, nur damit ihr mal wisst, wie die Dimension ausschaut, den 21.3. Ich habe ewig nicht mehr gespielt, wegen dieser ganzen Nesselsucht-Quatscherei da. Das war so zum Kotzen. Ich bin jetzt immer noch nicht gesund, aber derzeit fast beschwerdefrei. Von dem her geht schon. Und ich habe endlich wieder Lust gefunden, weiterzumachen. Es ist einfach, wenn man krank ist, dann hat man nicht viel Lust. Ist leider so. Aber nun gut. Wir sind zurück. Weiter geht's. Leider ist die Musik immer noch irgendwie hier verbuggt. Was natürlich ein bisschen schade ist. Aber na gut. Sei es wie es ist. Wieso ist denn hier... Hab ich? Ah, das sind immer Gänge. Ja, okay, die müssen wir auch noch bauen. Wir sollen das ja alles schön methodisch machen. Dann bilden wir da noch ein paar Axtschleuderer aus. Da ist schon ein Gang. Okay, wo stehen wir? Wir haben hier einen Helden. Wer ist denn das? Ist das der Gloin? Boah, ich kenne den Namen echt noch. So, den schicken wir hier mal nach Osgiliath. Dann holen wir uns die Pforte von Rohan. Ich glaube, das macht Sinn. Der Theoden kann da eh nichts aus. Obwohl, er könnte versuchen, hier einzufallen. Hier hat er keine Chance. Aber hier, die schicken wir mal nach... Da schicken wir mal ein paar Truppen nach vorne. Tauschen wir mal aus. Hey! Das Katapult wollte ich eigentlich gern dabei haben, ja. Komplett tauschen. Und der Gimli... Oh, hat jetzt nicht die beste Armee zur Verfügung, aber den können wir da mal reinschicken. Und hier oben? Ja, gut, da passiert nichts. Hier, Gundabadberg, da können wir zum Schluss hinrennen. Rennen wir erstmal da runter. Ich habe allerdings ein kleines Problem hier. Und zwar ist Forodwaith ungeschützt. Ich nehme jetzt hier diese Einheiten, schicke die darüber und die Katapulte lasse ich stehen. Ich glaube, das ist ganz okay, wenn ich das so mache. Und dann... Ich glaube, die Grenzen sind sicher. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz. Ja, müsst passen. Hier ist nichts, das passt. Phase beenden. So. Der Boromir ist extrem mutig. Extremst mutig. Aber das sollten wir schaffen. Wir haben eine Festung. Wir haben 6 Bataillone irgendwas da drin stehen. Hoffentlich sind sie ausgerüstet. Und dann müsste es schon... Es kommt halt natürlich auch darauf an, wie viele Kommandeurspunkte ich habe. Ich weiß nicht, wie EA das gebalanced hat mit den Kommandeurspunkten. Weil manchen... Ich glaube zum Beispiel Düsterwald, da kann man 720 Leute haben. Ist halt eine große Karte. Aber du darfst ja... Du darfst ja ursprünglich, soweit ich weiß, wenn du einen Helden dabei hast in der Armee, also immer wenn ein Held in der Armee dabei ist, darfst du bis zu 1000 noch was hochgehen. Also insgesamt. Und naja, jetzt weiß ich nicht. Das ist halt schon irgendwo nicht ganz so super fair. Passt mal auf, hier geht's mal dahin. Dann... Ganz breit gefächert und dann rennt er da runter. So. Dann bauen wir hier eine Halle der Krieger. Und der baut hier noch. So. Das Lustige ist, ich habe das letztens herausgefunden für mich, wo ich ja jetzt so... Wo ich jetzt letztens so Probleme hatte mit Nesselsucht und Zeugs, habe ich halt fast gar nichts gespielt. Also tatsächlich auch kein StarCraft, obwohl ich das Spiel ja eigentlich... Also, das ist eigentlich, das Spiel ist einfach nur endgeil, ich liebe StarCraft. Aber ich habe selbst StarCraft nicht angerührt und das Coole war, anschließend habe ich jetzt da mal ein paar Games gemacht und ich schaffe es immer noch, Top Master zu besiegen, ohne große Probleme. Und für mich heißt es halt so quasi, dass ich eine sehr lange Zeit Pause machen kann, ohne wirklich an Fähigkeiten, also an Skill zu verlieren. Ich fand das so cool. Das hat mich richtig froh gemacht, dass ich da halt nicht... Oh.
Komm schon, komm schon. Renn. Renn, 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 renn. Ja, rennst mal. Ein paar Mal so rum. Ja, ja. So. Okay. Ah, oh, der Bodum hält ja gar nichts aus. Der stirbt ja instant. Der Arne. So, du gehst in die Sicherheit. Du baust dir ein sicheres Plätzchen. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, ja, die wollen so einiges. Die machen hier auch so einiges. Ich würde die Axtschleuderer gerne ausbilden. Danke. So. Ah, komm, schieß mein Boromir noch tot. Läuft. Der Boromir gab nicht mal ein Level ab. Wow. Wow, wow, wow. Vielleicht sind sie doch da unten. Huh. Hier geht's mal runter. Und dann... Ah, nee, das passt. Ah, nicht der Baumeister. Das ist nicht gut. Den wollte ich eigentlich nicht rausschicken. Ja, ihr greift's da an und vielleicht könnt ihr das, die Mine ja schützen. Maybe. Also probiert's es wenigstens, okay? Ja, wir können nie mehr Soldaten führen. Ja. Nee. Dann bauen wir hier jetzt so einen schönen Turm. Weil das genau die Laufrichtung ist. Die können wir boosten. Müssen irgendwelche Leute gehalten haben. Gehalten. Das ist gut. Ja, die ganz bösen Leute. Nee, ich kann hier tatsächlich bis 500 Leute gehen derzeit. Ich bin mal gespannt, wann Schluss ist. Weil derzeit bin ich noch nicht am Limit. Und das gefällt mir. Das gefällt mir extrem gut. Oh, so viele Blödreiter. Die mal auf defensiv stellen. Oh, schaffen die Abschleuderer das? Ja, sieht ganz gut aus. Ja, angreifen da. Go, go, go. So, du gehst da in den Minenschacht rein. Ich frage mich, also wahrscheinlich gibt's das, aber ich kenne jetzt den Hotkey nicht, ob es Kamera-Hotkeys auch für Herr der Ringe gibt. Das wäre extrem interessant zu wissen, weil da müsste ich nicht immer auf den Minimap klicken, sondern könnte halt die Hauptbasis auf 1 legen, so wie bei StarCraft halt. Das wäre gar nicht so schlimm. Okay, die haben das nicht geschafft. Oh mein Gott, mir stirbt hier halt alles weg, ne? Halt, ich brauche Phalanx, da war ein Reiter. Naja, der reitet mich komplett über den Haufen die ganze Zeit. Aber ich baue gleich nochmal so eine Halle der Krieger, glaube ich. Ja, baue ich gleich hier oben hin. Das müsste dann ganz gut gehen. Und dann sehen wir mal. So, wir haben den Sturm. Genau, du baust da. Hotkey R. Gut, die habe ich jetzt natürlich verlernt, die Hotkeys. Wie wär's denn, wenn ihr da mal hinrennt? Komm schon. Rennt durch. Rennt durch. Das funktioniert halt bei mir einfach nie. Aber das macht nichts. Wir nehmen jetzt das Gebäude ein. Schön darunter. Schön darunter. So, Phalanx. Das Ding. Hüter. Du. Nee. Du kannst da bauen. Bauen wir da unten mal so ein Ding. So. Ja, das ist der Feind. Das weiß ich, es ist immer der Feind. 720 ist hier das Limit. Das finde ich ganz gut. Aber es gibt halt Karten, da ist das Limit... Ach, das ist ja mein Banner. Da ist das Limit dann bei zum Beispiel 360 oder so. Damit kannst du halt nicht anfangen. Das ist halt sehr wenig, wenn da jetzt ein Gegner kommt mit... 1000 Truppen, weil er Held hat und greift halt an, das ist halt so. Und du hast keinen Helden der Region. Naja, dann kannst du es halt sehr schwer verteidigen. Klar, theoretisch mit diesen Punkten. Wisst schon, hier diese Ringpunkte oder Elbensternpunkte. Aber so insgesamt, ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen, naja. Ja, macht's da mal Schaden.
Die greifen da unten an. Ja, sieht gut aus. Die sind zwar dann alle nicht ausgerüstet, aber ich habe eine Armee. Und damit, darauf kommt es mir jetzt erstmal an. So, vielleicht wirf mal ein Steinchen. Ja, genau. Nee, macht es so. Ich glaube, so gefällt mir das besser vom, von der Reihenfolge, wie sie das Gebäude und alles dort zerstören. Phalanx ist P, ja, das ist furchtbar. G geht noch, aber P, da muss man halt umgreifen mit der Hand, das ist nie gut. Ich frage mich, ob so eine Tastatur, die nicht lang ist, sondern eher so quadratisch fürs Zocken nicht vielleicht sogar besser wäre. Weil man dann mit der Hand auf der linken Seite, wenn man die linke Hand jetzt benutzt als Rechtshänder für die Maus, und die linke Hand für die Tastatur, weil man dann quasi weiter nach unten und nach oben gehen könnte. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das funktioniert. Man hätte halt dann mehr Hotkeys quasi, ohne dass man groß umgreifen muss. So, jetzt habe ich mein Dings. Ich baue hier jetzt einen Gang hin. Oh, das ist sneaky. Jetzt passt mal auf, das ist gemein. So, dann bauen wir hier noch einen Turm hin. Und dann haben wir jetzt hier einen Gang. Und da holen wir alle Leute raus. Und jetzt sind wir super bad manner, bauen uns hier Türme. Na ja, gut, du baust da erstmal eine Mine. So, hier Türme. Wo ist der denn? Ach, der gibt jetzt eh auf. Ah, da ist noch eine Kaserne. Heilung. Schwing. Läuft. Das war ja gar nicht so schwer. Geht schon. Okay, 1,74. Boah, geht. So, speichern. Immer schön speichern. Nur um ganz sicher zu gehen. Und dann gucken wir mal. Das können wir doch sicher verteidigen, oder? Der versucht es halt echt. Aha. Ich hab da halt nichts, das ist das Problem. Ich hab da 4 Phalanx. Gut, die sind, glaube ich, ausgerüstet. Aber ich habe halt sonst da nichts. Das ist halt... Aber ich glaube, das war der Glorfindel. Wenn der auf sein Pferd steigt, dann hat er ein Problem. Wenn nicht, dann... sind halt immer noch ausgerüstet, ne? So, erstmal verteile ich mich. Erstmal ein bisschen verteilen. Dann wieder alle Punkte vergeben. Rüstet euch, Zwerge! Na, ich glaube, ich mache 2 in die Mitte. Und einen rechts und einen unten. Das müsste besser sein. Hier gibt's doch... Ah, Vorposten. Nett. Und hier? Ah, ne, in der Mitte. Okay. Naja, das nehmen wir auch alles bitte ein. Können wir nämlich alles irgendwann brauchen. So, bauen wir erstmal so eine Ausbildungs-Mall. Das ist jetzt die Rekrutierungs-Mall. So, das gehört uns. Sehr schön. Na komm. Und dann können wir hier wieder bauen. Phalanx ausbilden. Das ist sehr gut. Okay, dann greifen wir jetzt da an. Das passt dann schon. Vorposten einnehmen. Vielleicht baue ich auch noch eine Festung. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Da ist er. Oh, der ist Stufe 10. Das ist böse. Aber der hält nicht viel aus. Gibt's mal. Da die ausgerüstet sind, machen die so krassen... Was geht ab? Und tot. Den hat es zerbröselt. Aber ich glaube, das war nicht der Glorfindel, sondern das war der Thranduil. Das müsste der Thranduil gewesen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es den so zerbröselt. Jetzt zerstören wir noch die beiden Kasernen. Ja, und dann war es das schon fast. Boah, baut da ein Türmchen dafür, ja. Ja, der kriegt nichts auf die Reihe. Der stirbt weg. Das war halt dämlich von ihm, das zu probieren. So, die Axt. Ne, das ist nicht die Abschleuderer. Habe ich noch keine. Komm noch. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ich glaube, ich mache nicht die Abschleuderer. Ich glaube, ich mache die Menschen aus Tal. Die fallen mir ein bisschen besser.
Was ist denn da? Ist das... Nee. Ich dachte, wäre ein Tom Bombadil. Der wäre sehr früh gewesen. Ja, komm. Das Gilmalornbaum. Den kessel ich jetzt ein, den Baumeister. Und dann greifen wir da an, weil dann kann er nicht entkommen. Und dann müsste er sterben. Gewonnen. Na, also. Easy peasy. Läuft. Alles kein Problem. 3,47. Sehr schön. So, gibt es noch irgendeine kurze Minischlacht oder irgendwas, wo man... anscheinend nicht. Oh, aus Gilead. Das können wir schon. Das machen wir noch schnell. Noch kurz aus Gilead einnehmen. Das kriege ich noch hin. Sehr schön, läuft. Läuft, 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 läuft. Alles, alles easy. Geht schon. Weil da ist nichts. Er hat eine Kaserne und ein Bataillon. Das war's. So, die rennen dahin. Die andere Hälfte rennt dahin. Die Baumeister. Hol mal raus. Dann bauen wir. Ihr nehmt das da ein. Auf jeden Fall wieder schön die Punkte verteilen. Mal niemals den Gegner unterschätzen. Niemals den Gegner unterschätzen. Ich kämpfe an eurer Seite. So, Katapulte. Oh, die haben auch die Feuersteine. Das ist schön. Ja, die Orks. Das ist super. Lasst die Orks Orks sein. Die tun einem nichts. Höhlentrolle und Warge. Die sind ein bisschen nervig. Aber Orks, die machen immer viel. Das ist nicht so schlimm. Piu, piu. Alter. Ja, genau. Zielen könnt ihr nicht. Auf der Brücke kann man nichts bauen, das hat mich auch sehr gewundert. Also, ja, theoretisch müsste der Gegner hier sein, aber ich weiß es halt nicht. Aus Gilead spiele ich auch sehr selten auf dem Map. Haben gefunden. Ja, tötet den Typen doch, oder? So. Der Zwerg ist bereit. Dann machen wir den Zwergenschlag. Wie viel Schaden macht es? So. Dann machst du doch das Erschütterungsteil. So. Ja, das werdet ihr zwar schon hinkriegen, oder? Wo sind meine Katapulte? Das Coole ist halt, Herr der Ringe wird nie uncool. Nie. In 100 Jahren wird es noch mitunter einer der besten Filme, die besten Spiele, das beste Feeling, Flair, was weiß ich. Also mit Sicherheit. Das ist einfach was, was die Leute da geschaffen haben. Also nicht nur der Tolkien, sondern auch die Leute, die Filme gemacht haben. Die Schauspieler, alle Leute, die die Leute unterstützt haben und was weiß ich. Die Fans. Gigantisch. Das ist... Oh, eine richtig geile Zeit, um am Leben zu sein. Anders kann man es nicht sagen. 14.0. 14,00. Das kann sich doch sehen lassen. Also das ist richtig, richtig nice.